bin heute im Atelier vom Produktdesigner Frédéric Dödelé. Er entwirft Möbel unter anderem für die Marke Atelier Pfister. Und ich sitze jetzt hier auf seinem jüngsten Wurf, Sur Pierre. Sofa, Sessel, Beistelltisch. Wie genau der kreative Entstehungsprozess aussieht von so einem Möbel, das erfahrt ihr jetzt. Frédéric, wir stehen hier vor dem sogenannten Moodboard und das erzählt uns die Entstehungsgeschichte von dieser Sur Pierre Produktefamilie, oder? Genau. Ich habe die Aufgabe bekommen, einen bequemen Sessel und ein bequemes Sofa zu entwerfen, die als Standalone-Produkte funktionieren können, also kein Möbelsystem, sondern zwei Einzelstücke. Der erste Schritt ist oft eine Recherche in der Designgeschichte. Ich habe entschieden, mit Holz zu arbeiten, also sowohl mit Massivholz wie auch mit Formsperrholz. Also am Anfang lässt du dich natürlich inspirieren und dann bringst du deine eigene Idee auf Papier oder sehen wir Skizzen. Genau. Skizzieren ist mir eigentlich sehr wichtig. Skizzieren ist wie Denken mit den Händen. Also man kommt auch in einem Rausch drin beim Skizzieren und dann generiert eine Idee die nächste und so kommt man von einer Idee zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten und innerhalb von 2-3 Stunden hat man einige Ideen aufs Papier gebracht. Was auf dem Papier zu funktionieren scheint, funktioniert nachher in der dritten Dimension nicht unbedingt. Im Fall von diesem Projekt habe ich am Anfang 3 Grundvorschläge gemacht. Idee Nummer 3, meine Lieblingsidee. Und da gab es 2 Grundideen, entweder ein Holzuntergestell, aber es gab auch noch die Vorstellung, eines Metalluntergestells. Das gibt natürlich dem Entwurf einen ganz anderen Ausdruck und das fiel total schnell raus. Da sehen wir da das Kartonmuster. Das ist eigentlich das Wichtigste an der Idee und das Konstruktionsprinzip ist relativ einfach. Es ist eigentlich eine zweidimensionale Form, die so in die dritte Dimension gebracht wird. Ich habe auch entschieden, aus dieser 2 Öffnungen ein wichtiges Merkmal vom Entwurf zu machen. Wenn wir weiter schauen, dann sehen wir größere Modelle, wo sogar schon eine Polsterung dabei ist. Es gab verschiedene Ideen. Eine Polsterung, da hätte man eben diese Öffnungen in der Schale auch in der Polsterung gemacht. Wenn man mit dem Handy drauf sitzt und es mal auf die Seite legen, dann verschwindet es durchs Loch. Ja, genau. Dann der Schritt vom losen Kissen, aber immer noch mit den Löchern. Schlussendlich sind wir bei dieser Variante gelandet, bei der die Polsterung lose ist, aber gar keine Aussparungen mehr hat und wirklich wie eine Decke in der Schale liegt. Also die Modelle sind gemacht und jetzt geht es dann aber ziemlich zügig in Richtung Prototyp. Genau, genau. Man sieht hier so einen Zustand und nachher werden diese Furnierschichten in eine massive Form zusammengepresst und verleimt. Und dann hat man eigentlich eine erste Rohfassung der Schale. Und das waren wirklich die ersten Prototypen in Lettland, wo diese Möbel produziert werden. Und das Bedürfnis oder die Vorstellungen von Pfister und von dir als Designer, die sind in diesem Fall jetzt deckungsgleich. Ja, es war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dem Team von Pfister, weil wir haben wirklich als Team funktioniert. Zeitlos, elegant und total bequem, Sur Pierre findet ihr seit kurzem in jeder Pfister-Filiale. So, ich mache jetzt eine Power-Nap. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss zusammen.